Das ist jetzt besonders wichtig und wir können uns alle darauf freuen. Denn die Neumondenergie vom 23. Dezember bringt uns am 24. und 25. Dezember die Energie der goldenen Monda. Was das persönlich für dich bedeutet und für deine Familie, für deine Liebsten, wirst du in diesem Video erfahren. Und natürlich werden wir auch ein ganz spezielles Weihnachtsorakel zusammen machen und du wirst eine so tiefgehende, besondere Meditation von mir bekommen. Schön, dass du heute hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch Kosmisches Wissen von den Plejaden geschrieben. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video kannst du auf den Link klicken und mehr erfahren. Ich lege es jetzt mal hier rüber. Der 24.12. ist ja sowieso ein schönes Datum, weil wir da zusammen das Weihnachtsfest feiern, die Geburt Christi sozusagen für die Christen. Jetzt haben wir aber eine besondere Konstellation am Himmel, welche uns mit ihren Energien so richtig schön beschenkt. Und zwar am 24. Dezember beginnt das Trigon zum Wunderplaneten Uranus sich zu bilden. Und dieser Aspekt öffnet unseren Blick für die Zukunft, schenkt uns Hoffnung auf bessere Zeiten. Uranus ist der Planet des Erwachens. Und ihr wisst ja schon, dass das nächste Jahr von einer großen Erwachenswelle geprägt ist. Es fällt uns leicht oder viel leichter, das Gute zu sehen und zu spüren. Und ihr spürt es vielleicht auch an mir. Ich bin schon voll in dieser Energie drinnen. Und ich freue mich so sehr, dass ich euch das sagen darf. Wir werden am Ende des Videos ein kleines Orakel zusammen machen, was ich so interessant und auch einfach schön finde, was dir etwas über das nächste Jahr voraussagt, für dich persönlich. Und wir werden natürlich eine intensive Meditation mit dieser Energie machen und in die Möglichkeit, das eigene persönliche Wunder zu erfahren, uns hineinschwingen. Wenn wir jetzt also am 24.12. zusammen sind und uns ja diese kindliche Freude auf das Weihnachtsfest sich ja schon zeigt und wir uns dann auch darauf einlassen, dann wirst du spüren oder werdet ihr spüren, wie dann am Nachmittag die Energie der Venus noch dazu kommt und man könnte fast sagen, die Venus umarmt den Mond. Und aus dieser Umarmung entsteht ganz viel Liebe, entsteht so die Grundlage für dein persönliches Wunder, was du erleben kannst. Das heißt also, über die Venus bekommen wir ganz viel Kreativität und die Möglichkeit, liebevoll in der Familie miteinander umzugehen. Wir freuen uns, wir fühlen, dass das Leben es eigentlich gut mit uns meint und wir werden unsere Herzen öffnen, uns der Schönheit unserer Seelen im Innersten begegnen. Das macht die Venusenergie. Sie ist dafür da, um die Gemeinschaft zu stärken. Das heißt, die Gemeinschaft in der Familie genauso wie die Gemeinschaft der Gesellschaft im Kollektiv. Eine wundervolle Energie steht uns hier zur Verfügung. Und dank der Venus kommt auch ganz viel Freude auf an den Genüssen. Also nehmt euch mal an diesem Tag einfach ja, die Freiheit, Süßigkeiten zu essen, gut zu trinken. Es wird euch sehr viel Freude machen über die Energie von der Venus. Und macht es euch gemütlich mit euren Liebsten, denn die Energien, die stehen so gut, so gut. Und all das, was ihr aufnehmt, das führt euch auf den Weg oder führt uns, mich ja auch, auf den Weg zu dem persönlichen Wunder. Und das werden wir gleich in der Meditation dann auch machen. Wenn es dann später am Abend wird, kommt noch der Merkur, die Merkur-Energie dazu. Merkur ist ja der Bote Gottes und diese Energie wird einiges in uns öffnen. Und jetzt kommt der Schritt, wo wir schon ganz nah an das Wunder herankommen, was der Mond ja alles begünstigt. Denn
Über die Kommunikationsenergie vom Merkur werden sich unsere Kanäle öffnen und wir haben die Möglichkeit, mit den Engeln zu sprechen, mit Gott zu sprechen. Das haben wir sonst auch, aber hier haben wir es ganz intensiv. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Die Himmelstore, sie werden sich öffnen für uns und uns bestrahlen mit der Energie der Glückseligkeit. Also es ist eigentlich gar nicht mit menschlichen Worten zu beschreiben, was hier passiert. Wir werden die Engel richtig spüren. Viele von euch werden sie vielleicht sogar körperlich fühlen, so wie einen Windhauch, einen sanften Hauch an der Wange. So spüre ich das immer, wenn ein Engel da ist. Und vielleicht habt ihr auch solche Empfindungen, so wie wenn euch plötzlich jemand streichelt oder ihr es vielleicht sogar seht, dass ein Lichtwesen kommt. Also all das ist an dem 24. möglich. Und wer die Möglichkeit von euch hat, am 24.12. noch einmal diese Meditation zu machen, die wir am Ende des Videos machen, der stimmt sich ganz besonders stark und intensiv auf diese Energie ein. Und alles ist möglich, sage ich nur. Alles ist möglich und wir öffnen uns auch für die göttliche Weisheit. Das ist die Merkur-Energie und die besagt auch, dass Träume und Wunder wahr werden können. Also es ist so viel möglich in dieser Nacht und achtet auch auf eure Träume, was ihr träumt, denn da wird sich sehr viel zeigen können. Für die Menschen, die gerne Träume deuten, ist das eine gute Gelegenheit, schon mal zu gucken, wie wird das kommende Jahr für mich. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Orakel, wo ich mich schon so drauf gefreut habe, dass ich das mit euch teilen kann. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach und jeder kann das machen. Ihr müsst bloß darauf achten, dass in eurem Raum jetzt keine Gegenstände stehen, die kaputt gehen könnten. Denn ihr werdet einen Schuh werfen. Vielleicht kennt es ja auch schon jemand. Also man stellt sich in die Mitte seines Raumes und wirft einen Schuh über den Kopf so. Und dann guckst du, wie der Schuh landet. Wenn der Schuh landet mit der Spitze zur Türe, heißt es, du wirst eine ganz große Reise machen. Eine große Reise steht nächstes Jahr an. Oder du wirst eine ganz große Erfahrung machen. Diese Erfahrung, eine wichtige Erfahrung, kann auch ein großer Erwachensschritt sein, eine Reise zu dir selbst. Wenn der Schuh andersrum fällt, also mit der Ferse, wirst du im Kreise deiner Familie Festigkeit und Stabilität spüren und wirst gestärkt durch das kommende Jahr gehen. Also zwei wundervolle Möglichkeiten und ich bin schon so gespannt, was für euch, wie der Schuh jetzt da, was er zeigt. Und ihr müsst bloß dann auch darauf achten, wenn ihr den Schuh werft, dass ihr das in Richtung Türe macht natürlich. Dann ist es einfacher. Ja, und jetzt werden wir zusammen gleich diese wundervolle Energie des Vollmondes nutzen, uns einstimmen auf die Energie der Wunder. Und ich denke, es wird ein großes Erlebnis sein, was hier geschieht in dieser Meditation. Ich habe sie gestern Abend schon mal für mich selbst so im Geiste gemacht und ich selber war zu Tränen gerührt. Deswegen freue ich mich, dass wir sie heute zusammen machen können. Ich lasse mich aber wie immer führen. Ich lese das nicht ab, sondern ich verbinde mich mit meiner Seele und dann kommen die Worte. Und deswegen ist jede Meditation etwas Besonderes, was du nicht spürst, wenn jemand abliest. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude. Und ich berühre ganz gerne hier den Stein noch, den Amethyst, um mich zu reinigen, bevor ich mit der Meditation beginne. Denn der Amethyst ist ja dafür da, negative Energien aufzulösen und ein ganz reines Feld der Liebe zu schaffen. So, ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt mit dieser Meditation und lasst euch so tief fallen, wie ihr könnt. Eure Seele wird sich öffnen und die Energien können aufgenommen werden, so wie es gut und richtig ist.
Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen, geliebte Lichtmenschen, mit großer Freude begrüße ich jeden Einzelnen heute zu dieser Meditation. Wir werden zusammen uns in die wundervollen Energien der Wunder hineinfallen lassen und wir werden die Energien der Wunder in jedem Einzelnen in uns öffnen. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt günstig, uns mit dem Universum zu verbinden und dadurch im Gleichklang in die Schwingung der ewigen Liebe hineinzukommen. Und so bitte ich dich, dass du jetzt deine Augen schließt und dich ganz auf dich selbst konzentrierst. Und mit jedem Atemzug, den du jetzt tust, dich bewusst auf die Liebe konzentrierst, auf die Liebe des All-Einen, auf die Liebe von Christus, denn diese ist an diesen Tagen besonders stark zu spüren. Und je mehr es dir gelingt, dich fallen zu lassen, spürst du, wie du zu schwingen beginnst, denn deine Energie schwingt sich ein auf den Rhythmus der bedingungslosen, vollkommenen Liebe des Universums. Und nun lade ich dich ein zu einer kleinen Reise. Und da wir gerade das Weihnachtsfest haben, lade ich dich ein, zu dem Zeitpunkt, als Jesus geboren wurde. Und es sind bestimmt einige unter euch, die damals zu dieser Zeit inkarnierten. Und es sind bestimmt einige unter euch, die eine ganz intensive Beziehung zu der Christusliebe in sich tragen. Und so lade ich jeden Lichtmenschen, jeden Menschen, der heute hier ist, ein, sich in diese Energie einfach fallen zu lassen. Denn Gottes Liebe trägt das, was jetzt geschieht. Und so stell dir vor, dass du vor dieser Scheune stehst, in welcher Jesus geboren wurde. Stell dir vor, wie du nun eintrittst in diesen Raum und du siehst die göttliche Familie, du siehst und spürst und fühlst die Energie des Christus vor dir, der als kleines Baby in der Wiege eingewickelt in warme Tücher vor dir liegt. Du kniest dich nieder, legst deine Hände auf dein Herz, spürst dein Herz und schaust dieses Kind an, schaust ihm in die Augen und spürst, wie die große Liebe jetzt zu dir fließt und spürst, wie der goldene Strahl der Liebe, dieses Band sich jetzt bildet, welche euch beide zusammen verbindet. Und du spürst Gottes Hände auf deinen Schultern.
jetzt in diesem Moment, wo du dieses kleine Kind siehst und spürst, begreifst du, welch ein Wunder das ist, dass du dies noch einmal erleben darfst. Und in diesem Moment öffnet sich in deiner Seele, in deinem Herzen das Feld der Wunder. Denn auch du trägst diese Energie in dir, um dein ganz persönliches Wunder zu erleben. Und so spüre nun, wie es ist, in Gottes Armen zu ruhen und das Christuskind, seinen Sohn, zu lieben. Spüre, wie es ist, wenn die Engel jetzt zu dir kommen in diesen Raum, sich niederknien und die Worte der Liebe sprechen. Spüre, wie Gottes Hand dich trägt, wie dich Schutz und Liebe umgeben und du verstehst, dass du niemals alleine bist. Du einfach verstehst, dass dein Weg hier auf der Erde von Liebe umgeben ist. Und wenn jetzt eine Träne fließt, dann ist dies eine Träne der Erlösung, eine Träne der Liebe und der Freude. Und du weißt genau, dass für dich gut gesorgt ist. Und so nimmst du die Hand des kleinen Babys und küsst es liebevoll. Bedankst dich bei deiner Seele für alles, was jetzt gerade geschah. Und lässt dich von Gottes Händen in das Hier und Jetzt zurücktragen. Du spürst diese große, vollkommene Liebe und den Segen Gottes. Und dann komme ganz langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße. Und sei wieder ganz da. Ich wünsche euch allen ein wundervolles Fest. Ich wünsche euch allen, dass das Wunder sich zeigen möge. So viel Vertrauen wünsche ich euch und Liebe und Licht. Habt ein schönes Fest, ein schönes Weihnachtsfest. Habt eine schöne Zeit und badet in den Energien, so oft es euch möglich ist. Wir sehen uns zum nächsten Video und wenn dir das gefallen hat, diese frohe Botschaft zu erhalten, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, das Video liken und teilen und schreib mir bitte unbedingt in den Bemerkungen, was du erlebt hast, was das Orakel dir gesagt hat. Ach ja, und es gibt ja auch noch das, dass man einen Kuchen bäckt und darin verschiedene Bohnen oder Münzen versteckt. Und je nachdem, wer dann das Stück Kuchen isst, wo die Münze drin ist, der bekommt ganz viel Geld. Es ist auch etwas, was man machen könnte. Ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Frieden und Kraft. Habt eine schöne Zeit.